So, hallo. Ja, ihr habt nichts verpasst gerade. Sprich, ich bin immer noch da. Allerdings habe ich mir gerade mal einen Wegpunkt hier zu unserem Safe gemacht, weil mit dem Bargeld laufe ich bestimmt jetzt hier nicht mehr rum. Und das heißt, ich muss mal eben mir einen Wagen organisieren und fahre mal schnell nach Hause, damit ich die Kohle abgeben kann, bevor ich dann endlich weitermache, sprich zu diesem Voodoo-Laden düse. Oh, das war aber knapp gerade. Nicht allzu leicht zu steuern, der Wagen hier gerade. So. Schnell mal aussteigen. Schnell mal nach Hause mit den Moneten. Und hinein in die gute Stube. Mit der Asche werde ich hier bestimmt nicht rumlaufen. So. Macht alles automatisch, ne? So. Können wir eigentlich im Safe auch was rausnehmen? Nee, ne? Wie ich gerade merke, nicht. Aber okay. Hinaus. So, oh, danke, dass einer mein Auto rumgepackt hat. Ich muss jetzt natürlich endlich mal zum Voodoo-Laden. Da düse ich jetzt auch hin. Hier. Ich hoffe mal, der gute Donovan ist am Arbeiten hier vorne. Oh, was ist hier los hier? Fahre ich echt gerade auf Parkstreifen? Hey. So. Ich weiß noch nicht mal, wo der Voodoo-Laden ist. Ach, hier. Dann ist es ja wohl nicht so problematisch, oder? Guck mal, da ist eine Tür. Okay. So, haben wir hier irgendwas? Hier geht's einfach nach draußen. Okay, gut. Dann. Ich gehe jetzt mal eiskalt nach oben. Okay. Ich soll jetzt hier hin. Was soll ich denn hier machen? Warten? Oh. Kaffee? Nicht schlecht, die Nummer im Haitianer Camp. Einfach Backers Geisel zu spielen. Und ich hörte, du seist tot. Wir stecken wohl beide voller Überraschungen. Sieht ganz so aus. Was kann ich für dich tun, Lincoln Clay? Ich will, dass du mir hilfst, Salmakano zu killen. Aha. Vor ein paar Monaten wolltest du noch mich killen. Und jetzt platzt du hier rein und ich soll dir vertrauen? Jetzt, wo Marcano die Dixie-Mafia unterstützt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dich aufsucht. Und du weißt, dass sie jeden umbringen werden, der ihnen im Weg ist. Und du willst mich vor diesem furchtbaren Schicksal erretten, meinst du? Ich besorg dir die Kontrolle übers Hollow.
Danach werden wir sehen, wie es weiterläuft. Weißt du, warum Sammy und ich miteinander Krieg hatten? Ich hätte gedacht, du warst scharf auf die Lotterie. Bitte. Nur weil du dich vor ein paar unbequemen Wahrheiten drückst, brauchst du von mir nicht gleich den Naivling spielen. Sam und ich haben gekämpft, weil die Leute, die ins Hollow gehen, was Besseres verdient haben als einen alten falschen Mann, der Konserven verteilt, wann immer er Lust hat. Der immer tat, was Sal Marcano ihm auftrug, selbst dann, wenn es gegen seine eigenen Leute ging. Er hat sein Bestes gegeben. Aber dieses Beste war nicht gerade viel, richtig? Wenn ich das Hollow habe, tue ich dort, was ich will. Ohne Wenn und Aber. Solange du mir anstandslos deine Männer und Connections zur Verfügung stellst und einen Platz zum Untertauchen von Zeit zu Zeit, gut. Marcano hat Sammy durch einen Mann namens Richie Doucette ersetzt. Kennst du ihn? Gehört wohl zur Dixie-Mafia. Er ist ein Monster! Der Typ entführt schwarze Teenager und schleppt sie in die Sümpfe. Nach ein paar Tagen ohne Essen macht er sie los und sagt, sie sollen wegrennen. Dann hetzt er die Hunde auf sie. Weißt du, wie in alten Zeiten. So hat er meine Schwester getötet. Von ihr geblieben. Wo finde ich ihn? Es ist da draußen gefährlich für ihn. Er zieht immer herum. Aber seine Männer operieren aus der Gemeindekirche und aus dem alten Theater. Perla hat es geheißen. Es wurde nach Sammys Frau benannt. Das nehme ich mir als erstes vor. Einer meiner Männer hat den Laden ausspioniert. Er wollte sehen, was da so abgeht. Du solltest mit ihm sprechen. Er weiß sicher mehr. Und wenn ich da gewesen bin, gucke ich bei der Kirche. Mhm. Jetzt geht's los. Weiter in der Action hier. So. Waffenhändler. Okay, Waffenhändler. So, wo muss ich jetzt hin? Das Schöne ist, wenn kein Ziel angezeigt wird. Oder die kommen gleich gerade, weil. So. So, Verbündete. Durch Cassandras Anwerbung hast du Zugang zu ihren Verbündeten bekommen. Den Waffenhändler. Höhere Einnahmen für deine Unterbosse ermöglichen dir Zugang zu ihren Verbündeten und verbessern ihre Dienste. Okay. Der einfache Waffenhändler hat einen mobilen Laden mit Waffen und Ausrüstung. Du kannst dir die zukünftigen Verbesserungen für den Waffenhändler in der Übersichtsliste unter Verbündete und Verbesserung ansehen. Okay. Achso. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Jackie, verdammte Scheiße, was machst du denn hier? Waffenverbesserung. Erstmal Munition. So, dann Gegenstände ansehen, klar. Schrotflinte. Pistolen, automatische Waffen, Gewehre, Spezialwaffen, ui. Kann ich jetzt echt hier einkaufen gehen? So, Schaden, Präzision. Alter, was sind denn das für Kniften? Ach so, die kann ich mir... Ah, gratis ausrüsten. Alligatorhaut. Alter, guckt euch mal die Kniften an. Ladegeschwindigkeit stabil. Da kann ich richtig ausrüsten. So, gratis ausrüsten. Klar, haben wir gemacht. So. Dann zurück. Dann Pistolen.
Ausgerüstet. Auch die gratis ausrüsten, klar. Alter, die Preise. Automatische Waffen. So, gratis ausrüsten. Alles, was ich jetzt mal... Oh, die könnten wir sogar kaufen. Die hätten ein bisschen weniger Kapazität ist und weniger Schaden, aber dafür stabiler. Nö, lassen wir mal so. Gewehre. Ui! Unauffällig im hohen Gras. Alter Verwalter. Verfügbar als Gefallen von Vito. Von Burke, Cassandra, die Hartman IT-40. Oh, hier. Wir müssen Vito aufsuchen. Wir müssen Vito aufsuchen. Eieiei. So. Wieso fährst du mit dem Laster rum? Was ist mit deinem Laden? Die Regierung hat meinen Laden Deal gemacht. Sie wollen nicht, dass Nigger Waffen kaufen. Die haben wohl Angst, dass wir anfangen, den Weißbrot in das Hirn rauszupusten. Diese Motherfucker. Wem sagst du das? Melde dich, wenn du etwas siehst, was dir gefällt. Was man nicht hasst, ist auch keine Arbeit. Roffel die Kartoffel, die liegt alles rum. Och nö, ne? Nimm mal den mit. Ach so. Na, das ist jetzt ja doof. Ich hab gedacht, ich hab mehr Speicherslots. Da, hier, guck mal. Aber ich kann immer nur zwei kniften? Meh. Meh. Das gefällt mir schon wieder nicht ganz so. So, Rede mit der Stimme. Was können wir hier denn machen? Immer noch gar nichts. Außer diesen hier. Ja, dann mache ich doch sagen, mal hier dahin. So, warum hast du es nicht übernommen? Na, das ist ja da drüben. Dann laufe ich mal dahin. Ich hasse es, in uns zu werden. Ich habe den Zaun. Kann ich hier durch? Ich hasse es, so nass zu werden. Klar kann ich. Hier, guck mal. Hoffentlich hole ich mir nicht wieder eine Erkältung. Ich will da nur durch, meine Damen und Herren. Genau. So. Hey! Alter! Dir gibt's gleich auf die Nase, ey. Da! Guck mal, da. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So. Und hier wohnt wohl die Stimme. Okay. Von wo sollen wir da rein? Von der anderen Seite. Okay. So. Und dann würde ich mal glatt sagen. Aber wird das dann wieder eine längere Folge? Ach komm, egal. Oder? Nein. Okay, meine Damen und Herren. Wie es weitergeht, zeige ich euch doch in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wie immer, schreibt rein, wie ihr vorgegangen seid. Ansonsten, ihr wisst, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.